normalen Vorträgen gibt es. Können wir das ein bisschen leiser machen? Also der, das drückt mich. Gut, das ist besser. In meinen Vorträgen gibt es also einen kleinen Aufbau. Zum einen geht es um das Thema Gartenteich, wie man ihn anlegt, welche Schritte dazu führen. Im zweiten Thema ging es um die Wasserpflanzen im Gartenteich, welche Nutzen sie haben und wie sie eine Filteranlage ergänzen. Und im dritten Teil des Vortrages, also im dritten Vortrag, geht es um die Frage, haben Teichfische Parasiten? Und da ist zunächst mal zu fragen, was sind Parasiten? Eigentlich ganz einfach, es sind Organismen, die sich von anderen Lebewesen ernähren. Umgangssprachlich oder im Volksmund Schmarotzer genannt. Es gibt drei Kategorien, in denen der Parasit seinen Wirt schädigt. Er kann einmal die Organfunktion beeinträchtigen. Er kann die Zellen seiner Wirtstiere oder seiner Wirte ganz allgemein zerstören und er kann ihm Nährstoffe entziehen. Das machen beispielsweise gerne Bandwürmer. Parasiten gehören zu uns, sie sind unter uns, ohne sie geht es nicht. Wenn wir hier nach links gucken, das Gebilde ist sicherlich jedem bekannt. Grundschule mindestens, Kindergarten, das sind Kopfläuse. Da erinnern wir uns gerne an die sogenannte Läuseschleuse an jedem Montagmorgen in manchen Schulen. Das ist auf dem Kopf eines Menschen und diese kleinen Verästelungen, diese Pünktchen in den Haaren, das sind Kopfläuse. Die bekommt man nur weg mit einem bestimmten Kamm oder mit, wenn man seine Haare mit Goldwasser wäscht, dann geht das weg. Das nächste, nicht ganz unbekannt, ist ein Bandwurm. Das ist ein lebender Bandwurm. Den finden wir typischerweise bei Hunden, vorzugsweise bei Welpen. Wir finden ihn aber auch bei Menschen. Und dann entzieht er den Menschen mit Nährstoffen. Dann wird man sehr dünner und muss dafür sorgen, dass dieser Bandwurm auch möglichst schnell aus dem menschlichen Organismus entfernt wird. Und in vielen Kinderzimmern finden wir diesen netten kleinen Hamster. Auch er hat Parasiten. Das sind die sogenannten Härlinge. Die können durchaus Juckreize, Kribbeln und auch mal Allergien auslösen. Also Parasiten gehören dazu. Es kommt nur darauf an, dass sie im rechten Verhältnis stehen und nicht überhand nehmen. Vielleicht ist hier im Raum jemand unter uns, der sich noch so an die Zeit der 1985er Jahre erinnert. Für die meisten dürfte das hier schwierig werden. Wer dieses Bild so genau betrachtet, das ist an einem Sonntagmorgen in der Stadt Wiek auf der Insel Föhr, das ist der Fischmarkt, an jedem Sonntag, hier noch nicht ganz so stark besucht, an dem Samstag davor gab es dann abends in der Tagesschau durch den damals gut bekannten Nachrichtensprecher Karl-Heinz Köpke die große Hiobsbotschaft, Nematoden in Speisefischen. Und an dem dann folgenden Sonntag war dieser Fischmarkt ganz leer. Damit ist eigentlich die Frage schon fast beantwortet. Haben Fische Parasiten? Ja, das haben sie. Unsere lieben Teichfische haben das, ganz egal welche, ob das Koi sind oder Goldfische oder andere Zierfische. Sie haben auch die im Aquarium, alle haben Parasiten. Nun ist aber die spannende Frage, wo kommen diese Parasiten denn her? Der Weg der Parasiten zum Teichfisch. Wenn Sie sich einen Fisch kaufen, dann kann es sein, dass Sie den Parasiten bereits mitbringen. Er kann in der Haut des Tieres verborgen sein, er kann im Körper des Tieres leben, er kann auf der Haut des Tieres sein, dort vorzugsweise in der Nähe der Flossen oder der Kiemen. Sie können Parasiten in den Teich bekommen durch Frosch- oder Krötenwanderung, also Amphibien, die von anderen Teichen, in denen Parasiten drin sind, in ihren Teich wandern, so kommen sie rüber. Der Vogel, der in einem Parasitenteich gebadet hat, beim Nachbarn Drossel, kommt nächsten Morgen zu ihnen, hat noch Tropfen Wasser an ihren Füßen und darin sind Parasiten und dann haben sie in ihrem Teich. Oder aber Parasiten entstehen ganz einfach dadurch, dass beispielsweise der Besatz in einem Teich zu hoch ist, die hygienischen Verhältnisse des Wassers und des Teichgefüges noch überprüft werden müssten. Oder zum Beispiel, und das glaubt man kaum, diese Tiere haben soziale Rangkämpfe. Das heißt, sowohl die Männchen als auch die Weibchen, zwar zu unterschiedlichen Zeiten, wenn sie aus der Winterruhe oder in die Laichzeit gehen, dann tragen die Rangkämpfe aus, wer in der Hierarchie oben steht, der darf zuerst befruchten oder die meisten Eier legen. Und unter einer solchen Stresssituation sammeln sich Parasiten. Ich zeige Ihnen aber die wichtigsten Parasiten, die es so gibt. Der hier sieht immer aus wie ein Kartoffelmännchen und hat an den Seiten sogenannte Flimmerhaare. Das ist der Parasit Chylodonella. Seine Eigenart ist, dass er gern in die Kiemen der Tiere reingeht. Und er ist ein eierlegender Parasit. Das heißt, wenn ich ihn eliminieren will, kann ich das nicht mit einem Mal schaffen, sondern ich muss einen Behandlungszyklus im Teichwasser erwarten.
um dann auch noch die Jungtiere, die daraus ausschlüpfen, zu bekommen. Er sieht nicht unbedingt hübsch aus unter dem Mikroskop und er verhält sich auch ein bisschen merkwürdig, so in seiner Bewegung. Aber es gibt einen wunderschönen, das ist Trichodina. Sieht wirklich richtig schick aus, bewegt sich wie eine fliegende Untertasse, kegelt und kippt sich, dreht sich um die eigene Achse, horizontal und vertikal. Und seine Eigenart ist, dass er eben mit diesen Härchen tatsächlich in die Kiemen der Tiere reingeht oder auf deren Haut und in der Haut regelrecht sägt. Und das macht dann Verletzungen und daraufhin können dann ein paar Bakterien, die im Wasser sonst sehr nützlich sind, an den Fisch heran und dem Schaden zufügen. Dann gibt es ganz hartnäckige. Da stelle ich Ihnen zwei aus der Wurmfraktion vor. Der hier, ein Gyrodactylus, also ein lebendgebärender Hakenwurm, ein Hummelwurm, der hat hier drin in diesem Oval bereits seine Nachkommen. Das ist ein lebendgebärender Wurm. Wenn ich den unter dem Mikroskop feststelle, dann kann ich ihn mit einem Medikament im Teich auch tatsächlich eliminieren, wobei der Kiemenwurm hier auf dieser Seite, das ist ein eierlegender Wurm. Und die Entwicklungszeit der Eier hängt von der Wassertemperatur ab. Ab 15 Grad Wassertemperatur kann man sagen, dauert der Zyklus 10 Tage, ab 21 Grad geht er innerhalb von 7 Tagen verstanden. Beide haben hier oben, diesen Gebilden, ein Raspelmaul. Das heißt, sie setzen sich auf den Fisch rauf oder gehen in die Kiemen rein, saugen sich fest, bewegen hinten ihren Leib und damit drehen sie sich wie so eine Scheibe und fressen im Prinzip Gewebe weg, vornehmlich Blutzellen. Und damit haben die Tiere nicht nur Blutverluste, sondern sie bekommen auch starke Entzündungen in den Kiemen. Diese Entzündungen können dazu führen, dass die Kiemen nekrotisieren, das heißt, sich zurückbilden, verkleben, blass werden und keinen Sauerstoff mehr durchlassen. Das Tier wird sterben und wenn ein starker Befall da ist, kann dieses Sterben 5 bis 10 Tage dauern. Man muss das also rechtzeitig an bestimmten Symptomen erkennen. Dann gibt es noch einen ganz gemeinen Parasiten, Ichthyopteryx multifilis. Auch bekannt unter Weißblüti, da gibt es drei verschiedene Kategorien, möchte ich Ihnen mal nennen, den man nicht so recht entdecken kann. Das ist ein Tropon, das ist ein Streuner, der aus dieser Zyste geschlüpft ist. Diese Zyste, dieses Gebilde hier, das ist der äußere Kern und hier drin ist das Lebewesen, das Weißblüti. Das ist von diesem Fisch runtergegangen und weil der Fisch sich vor diesem Tier schützen wollte, hat er also diesen weißen Panzer gebildet, das ist ein Schleim. Der fällt jetzt in Fetzen vom Fisch runter. Ein Tier kann dadurch so geschwächt werden, dass größere Tiere das überleben können, aber kleinere Tiere dadurch ganze Bestände vernichtet werden können. Dieses Lebewesen geht also auf den Teichboden, durchläuft eine Entwicklungszeit in Abhängigkeit zur Temperatur von 7 bis 15 Tagen und kommt dann als Tropon, als sogenannter Streuner, wieder zurück und schwimmt frei im Wasser. Diese äußere Hülle beherbergt innen durchaus 100 kleinster Lebewesen, die sich fortwährend teilen und sie müssen innerhalb von 24 Stunden einen Wirt finden, also einen Fisch. Finden sie das nicht, werden sie sterben. Und nur die Zeit des Streuners, in der Zeit ist es möglich, diesen Parasiten zu bekämpfen. Da er sich in dem Gefäß, also der Oberhaupt des Fisches, verbirgt und man nie sicher sein kann, ob man alle erwischt hat, muss man in Abhängigkeit zur Temperatur mindestens 3-mal im Abstand von 3 Tagen behandeln, um sicher zu sein, dass man einen hohen Bestand an Parasiten tatsächlich eliminiert hat. Wie erkenne ich denn das? Eigentlich ziemlich einfach. Häufig kommen Kunden zu uns und die sagen, Mensch, unsere Fische, die springen so schön, die kommen aus dem Wasser raus, das ist wahrscheinlich ein Ausdruck bester Lebensfreude. Wenn dann noch dazu kommt, dass die Kunden berichten, dass ein grauer Belag auf der Haut der Tiere ist, wenn sie mit angeklemmten Flossen ganz ruhig liegen und vor allem, wenn sie nicht mehr zum Futter kommen, die liegen sie ruhig am Boden, dann müssen die Alarmglocken schrillen, denn dann sind die nicht von Lebensfreude oder von Unlust geplagt, sondern in der Regel von diesen Parasiten. Häufig scheuern sich die Tiere dann auch noch, das heißt, sie drehen sich über die Bauch- und Flankenseiten, über den Boden, über kräftige Gegenstände, das machen sie meistens am selben Fleck und dann kann man ziemlich sicher sein, da sind Parasiten auf den Tieren drauf. Dann sollte man nicht ganz einfach hingehen in ein Geschäft und sich irgendwelche Produkte kaufen, mit denen man diese Parasiten eliminiert, sondern man sollte jemanden darum bitten, der sich damit auskennt, einen Abstrich unter dem Mikroskop auszuwerten und zu sehen, welcher Parasit ist da wirklich drauf. Und wenn es mindestens 2 verschiedene sind, ist die Behandlungsstrategie auch eine ganz andere, als wenn es ein einfacher Parasit ist, den man relativ schnell
Parasiten verursachen Schäden. Hier unten kann man das Fleisch des Tieres sehen. Er ist zum einen völlig abgemagert, das kann man hinter dem Kopf und hier an der eingefallenen Bauchseite sehen. Das sind Würmer gewesen, die am Ende letztendlich auch tatsächlich die Haut aufgebrochen haben. Hier sind die Würmer dann in den Kiemen gewesen, da ist der Kiemendeckel entfernt worden, damit man das besser sehen kann. Sie sind blass und diese kleinen Schlitze, die man da oben noch hat, sind nur noch zu einem Bruchteil vorhanden, dadurch würden die Kiemen sich bewegen. Der ganze Rest ist im Prinzip durch Pilz verschweißt. Das heißt, er kann über das Durchfluten von Wasser keinen Sauerstoff mehr aufnehmen und das Tier muss ersticken. Das ist im März des letzten Jahres gewesen. Da sind Würmer drauf gewesen, bereits im März bei kühlen Wassertemperaturen. Und weil die Temperaturen eben sehr lange im Wasser sehr kühl gewesen sind, also unter 4 Grad, und das mögen Koi nicht so richtig gern, haben die Nieren nicht mehr gut gearbeitet. Das kann man daran sehen, dass der ganze Leib aufgetrieben ist. Also der Fisch hat eine Azitis bekommen, eine Bauchwassersucht. Und dieses Muster der Schuppen, die stehen so ab, ist das sogenannte Tannenzapfenmuster. Das deutet darauf hin, Bauchwassersucht zusammen mit Parasitenbefall. Jetzt muss man erst die Parasiten eliminieren und danach kann man die Bauchwassersucht wegkriegen. Das heißt, Bauchwassersucht entsteht dadurch, dass er den osmotischen Druck in seinen Zellen über den Salzhaushalt nicht mehr ausgleichen kann. Und man kann dieses Tier mit Salzbädern erfolgreich behandeln. Nur ein schlechter Rat ist teuer, das heißt, wenn Ihnen jemand den Rat gibt, das nehmen Sie mit, das klappt in jedem Fall, dann kann es passieren, dass Sie entweder das falsche Mittel haben oder Sie haben zufällig das Richtige, aber dosieren ist zu gering oder Sie dosieren ist zu hoch. Sie müssen also dafür wissen, wie viel Wasser habe ich überhaupt in meinem Teich und mindestens die Parameter, der pH-Wert und die Carbonathärte, die müssen bekannt sein und auf einem bestimmten Wert eingestellt sein, sonst gibt es noch mehr Schaden als Nutzen. Also nichts in den Teich hineinkippen und der gute Nachbar, der irgendein Mittel parat hat und sagt, das hilft immer, verlassen Sie sich bitte nicht darauf, denn häufig geht das schief. Und gerade in der heutigen Zeit, wenn Sie so mal durch das Internet gehen und nachgucken, was die alle so machen, die schauen doch alle nicht davor zurück, diese netten Menschen, Desinfektionsmittel aus der Tierhaltung zu nehmen und das in die Teiche reinzubringen. Damit töten sie zwar erstmal nicht die Fische, aber grundsätzlich mal alles andere. Und es ist hochgradig gefährlich, das sollte man nicht tun. Eine Fachberatung dazu ist im Allgemeinen kostenlos. Und es wird gefragt, welches Volumen hat Ihr Teich? Wenn es die Hauptsaison ist, dann wird gefragt, wann wurden zuletzt neue Fische eingesetzt, damit man ausschließt oder weitestgehend ausschließt, dass ein Parasit dazugekommen ist, also Fremdeintrag, oder dass der Stress im Teich zu groß ist, wenn man neue Fische einsetzt, dann haben die Tiere untereinander Stress, weil sie die Hierarchie neu bestimmen müssen. Dann ist immer die Frage, ist schon was in das Wasser hineingegeben worden? Und die Wasserwerte müssen überprüft werden. Es muss festgestellt werden, ob das Wasser auch wirklich belüftet wird, also ob genügend Sauerstoff da ist. Denn all diese Dinge zehren den Sauerstoff weg, weil all diese Produkte eine eigene Bakterienkultur bilden und Bakterien brauchen zum Arbeiten Sauerstoff. Also müssen ein paar Dinge zusammenkommen, damit das Ganze erfolgreich für die Fische endet. Wenn Sie diese Kleinigkeit absolviert haben, dann können Sie ganz sicher das richtige Mittel bekommen. Und es ist in jedem Fall, ganz gleich welcher Parasit da gewesen ist, eine Nachkontrolle notwendig. Dann haben Sie auch, wenn es den Fischen gut geht, ausreichend Zeit und Sie sind frei von Sorgen und Stress und haben Freude an Ihren Teichfischen. Vielen Dank.